Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Goblins 3. So, wir sind wieder zurück zu den Spiegeln. Und was mir einfach keine Ruhe gelassen hatte, war, dass wir gestern festgestellt hatten, dass hier ein Zugang zur kleinen Nadel ist und Plaunter komische Dinge sagt. Man müsste die beiden Nadeln so weit bringen, dass die Spitzen Kontakt haben. Und ich habe dann auch gestern Abend noch nach diesen Nadeln gesucht. Und habe dabei dann festgestellt, dass wir hier noch nach links scrollen können. Okay, gucken wir später nach. Aber das mit den Nadeln macht dann Sinn, wenn man sich mit der englischen Übersetzung auseinandersetzt. Nadel, natürlich Needle, war klar. Aber Needle kann man auch ins Deutsche zurück wieder als Zeiger übersetzen. Also sind wohl eher die Zeiger von diesem Wecker gemeint und dort wurde ja gesagt, dass der Wecker auf 12 Uhr mittags und 12 Uhr nachts gestellt ist. So könnte da ein Schuh draus werden. Also jetzt bin ich mit dem Begriff Nadel im Reinen und jetzt gehen wir schauen, was wir dort hinten noch ignoriert haben. Da ging es noch ein ganz klein bisschen weiter. So, das Ei, Mutter des Universums. Können wir das ganz vorsichtig mitnehmen? Oben das Gegenstück ist leer. Wissen Sie, wer zuerst da war? Die Henne oder das Ei? Ja, das ist eine beliebte Frage. So, dann hätten wir noch einen Schönheitsspiegel. Plaunt, das ist doch was für dich, oder? Erzähl uns mal von deiner Schönheit. Ups. Da ist der Ausgang, aber er sagt, ich sei nicht schön genug. Ach, das ist auch der Ausgang. Ich dachte, das wäre jetzt unsere schöne Seite. Wo ist denn unser Spiegel Blount? Kannst du auch zu dem Spiegel oder ist der zu hoch für dich? Nee, der müsste auch bei ihm am Weg liegen. Geh du mal dahin. Das ist der Ausgang, aber er sagt, ich wäre nicht hässlich genug. Okay. Der eine muss schön sein, der andere muss hässlich sein. Okay, keine Ahnung, wie wir das hinbekommen, aber wir arbeiten zuerst mal an dem Ei. Er hat ja dieses Henne-Ei-Problem genannt und wir haben ja hier einen Zeitenspiegel, da hat man uns ja älter gesehen. Können wir das Ei altern mit dem Zeitenspiegel? Ja, wir haben ein Küken. Sehr schön. Und was machen wir mit einem Küken? Genau, das weiß man nicht. Also wir hatten hier noch den Zugang zur Kleinnadel, zum kleinen Zeiger. Wir hatten diesen Durchgang, den schlafenden Dämon. Wir machen mal alles mit Küken probieren. Mama mit kleiner Nadel. Ich weiß, es macht keinen Sinn, wir probieren. Zu groß, das passt da nicht durch. Zu groß. Zu groß. Also wir haben ja einen Mastspiegel und einen Abmagerungsspiegel. Da hätten wir das Ei da reintun müssen. Nee, wahrscheinlich nicht, weil es gibt kein Ei mehr. Sonst wäre das nochmal nachgespawnt. Okay, dann Küken mit Durchgang. Ah, dann kommt es oben an. Okay, dann können wir es dann vielleicht vor den Magerspiegel halten. Da müssen wir nur unser Spiegelbild mal nochmal ranholen. Spiegelbild, komm mal her. So, dann machen wir das nochmal. So kann man dann noch Gegenstände übergeben, gut zu wissen. Nimm du mal das Ei, Küken, sorry. So, und dann benutzt du mal, hä? Spiegelplaunt hat das Küken. Achso, der kann nur einen Gegenstand quasi haben, oder was? Ah, okay. Jetzt haben wir ein mageres Küken. Okay, kann nur ein Gegenstand haben. Okay, alles klar.
So, jetzt haben wir ein mageres Küken. Können wir das magere Küken oder magere Henne? Ah, die Uhr dreht sich. Die kleine Nadel ist gut platziert. Jetzt muss man die große bewegen. Ah, okay. Alles klar. Habe ich verstanden. Okay, jetzt müssen wir noch den großen Zeiger bewegen. Also müssen wir das Ding wahrscheinlich mästen, ins Fach tun und dann in das große Loch. Denke ich mal. Wir schauen mal. Oh Gott, ist das Hühnchen mager. Mach mal groß. So, ist es jetzt dick oder ist es jetzt normal? Ist es jetzt ein Küken? Wir schauen mal, ob wir ein dickes Küken machen können. Oh ja. Oh ja. Küken mit Übergewicht. Sehr schön. Kannst du das Küken mit Übergewicht mal deinem Kollegen geben? So, und kannst du das dann in Zugang zur großen Nadel reinpacken? So, jetzt ist der alte Dämon wach. Aber was machen wir jetzt? Ah, das weiß ich noch nicht. Ja, wahrscheinlich mit ihm reden. Der guckt böse. Ah, quatsch mal bitte mit dem. Abstoßend hässlich. Ja, einer von uns muss ja auch hässlich werden. Abstoßend hässlich. Ja gut, da seid ihr euch einig. Aber was sollen wir jetzt mit dem Dämon machen? Vor allem die Zeiger berühren sich eigentlich nicht, aber sind scheinbar durcheinander gewandert und deswegen ging die Uhr los. Ich weiß auch nicht wirklich, was ich jetzt mit dem machen soll. Kriegen wir jetzt eigentlich noch ein Ei? Wo ist jetzt... Achso, ein spiegelblaunt hat das Küken, ne? Vielleicht können wir das Küken ja nochmal weiterentwickeln, so Pokémon-mäßig. Du müsstest doch eigentlich das Küken in deiner Hand haben. Ja, mach das mal wieder durch. Du nimmst bitte wieder das Küken. Das hat nicht so ganz funktioniert. Achso, ja, er hat es in der Hand. Er hat ja kein Inventar. So, können wir das Küken nochmal altern? Das bringt nichts, da das Objekt durch einen anderen Spiegel verwandelt wurde. Ah, dann müssen wir es wahrscheinlich nochmal zu der normalen Gewichtsklasse zurück machen. Also muss nochmal zurück und nochmal eine Diät machen. Okay, einmal Diät bitte mit dem Küken. Mach mal Diätküken. So, jetzt sollte es wieder ein normales Küken sein. Du nehmen Küken. Genau, jetzt ist es ein normales Küken. Können wir das nochmal altern? Oh, jetzt. Jetzt haben wir eine normale Henne. Also, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was uns das auf der anderen Seite bringt in diesem Gehirnlabyrinth. Ob wir da irgendwas mit einer Henne anfangen können. Wir schauen mal, ob wir eine dicke Henne draus machen können. Einfach mal so für den Hinterkopf. Wow, jetzt haben wir eine Masthenne. Keine Ahnung. Also wir können sie auch dann nochmal abmagern wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt noch keine konkrete Idee, was wir jetzt damit machen sollen. Aber wir haben einen Schönheitsspiegel. Können wir das Huhn schöner machen? Nee, scheinbar nicht. Okay. Dann nehmen wir mal die fette Henne mit. Können wir die dem Dämon zeigen? Nee. Also da wir kein neues Ei nachbekommen haben, war das mit der Henne wohl
das, was wir tun sollen. Kann man die Henne... Nee, wenn wir die Henne mit dem Spiegel benutzen, ist sie wahrscheinlich zu dick. Wir gehen nochmal zum Gehirn und überlegen uns, was wir dort mit einer dicken Henne anfangen können. So, wir haben uns wieder aufgespalten. Mich stört's ein bisschen, dass wir Fulbert nicht mit der Pflanze dort benutzen konnten. Sonst klettert er alles hoch. Aber das ging jetzt letztes Mal nicht. Flitzt du mal darüber? Dann hatten wir hier oben die Körner. Ah, vielleicht müssen wir mit der Henne zu den Körnern. Das könnte zumindest Sinn machen. Ach, jetzt geht Fulbert... Jetzt geht... Was habe ich in letzter Folge gemacht? Egal. Nicht fragen. Nicht fragen. So, können wir jetzt zum Gehörgang gehen? Kann da nichts mit anfangen. Wo ist denn unser Wölfchen? Wölfchen, geh mal bitte zum Gehörgang. Was wir auch noch nicht versucht hatten an Kombinationsmöglichkeiten, ist das Wölfchen mit dem See zu benutzen. Da hatten wir nur den normalen Plaunt benutzt. Man muss in dem Spiel wirklich alle Kombinationen bedenken. Denn nur dann geht es irgendwann irgendwie weiter. So, du noch mit dem See. Okay. Wir haben eine Kombination vergessen und das war dann die Kombination, die was tut. Okay, man wasche den Wolf und man kommt irgendwie weiter. Sagt aber nichts dazu. Normaler Plaun, komm du bitte mal auch dahin. Du bist ja eigentlich der Gesprächigere von beiden. So. Ich fühle mich beobachtet. Ja. Ich fühle mich beobachtet. Wir fühlen uns beobachtet. Das ist gigantisch. So, da war ja... Das war ja tief. Und da liegt offensichtlich ein Schlüssel drin. Zu dieser Lockflöte für den gefangenen Drachen kamen wir noch nicht. Aber den Drachen hatten wir ja hier in diesem Erinnerungsdings gesehen. Aber wenn wir nicht hinkommen, macht das zuerst mal keinen Sinn. Aber was machen wir jetzt mit dem dicken Huhn? Also da habe ich eigentlich die Körner im Hinterkopf. Oder vielleicht muss man noch ein abgemagertes Huhn nehmen, dass das die Körner alle verspeist oder so. Das sehen wir noch. Die Option haben wir jetzt. Dann nochmal hoch zum Erinnerungsdings, Dingensbums. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Dann müssen wir jetzt erstmal zur Bodenplatte. So, geh du auch mal zur Bodenplatte, denn ich brauche euch beide dort oben. War ja nur Werwolf den Knopf benutzt. So. Schalt mal bitte nochmal mit dem Schalter durch. Knopf. Hab gar keine Lust, meine Erinnerungen wiederzufinden. Ach nee, du hast ja nur aufgeschlagen und ja, er ist der Einzige, der den Knopf benutzt. Also wir haben, oh ja. Wir haben den Kolossus. Ah, doch, da hat er doch irgendwas gesagt von wegen der mit dem Sand in den Augen oder so. Da ist ja dieses Ekel-Kolossus, der mit dem Staub in den Augen. Genau, und wir haben ja jetzt da unten ein paar Augen. Plaun, kannst du vielleicht irgendwas tun? Hat er dem jetzt ins Gesicht geschlagen? Aber wer blaunt? So brav gemacht. So, packt er... Nee, er packt das Sandkorn nicht ein, dann soll er das nehmen. So, können wir die... Ja, er freut sich. können wir jetzt bitte das Sandkorn mal mit den Augen benutzen am See?
den Visionen ein bisschen Sand in die Augen streuen. Warte, Zeng. So, kannst du da mal Sand in die Augen streuen? Ja. Wir haben, was ist das? Irgendwas. Moment mal, Wehrblauen, kannst du mal mit der Karre da durchschüpfen oder so? Das sieht so aus, als würde es hier auf dem Weg liegen. Ah, okay, wir haben einen Fisch. Ah, können wir jetzt dann, Moment, die Mitte. Der ist jetzt so, als könnte man hier mittelmäßig ihn erreichen. Ja, ich glaube, jetzt war ich zu langsam. Ah, und der schwebt dann da hoch, sodass wir wahrscheinlich zur Pfeife kommen können. Okay, da wird ein Stück draus. Also brauchen wir zuerst mal wieder ein Sandkorn, denke ich mal. Ah ne, wir haben das Sandkorn noch. Okay, also müssen wir das Sandkorn... ist ja die Frage, ob wer Plaunt dann Fisch reiten muss oder der normale Plaunt. Aber wir probieren das mal. Stell mal bitte die Weiche zuerst mal anders. Genau so. Dann, zuerst muss er wahrscheinlich dann hier nochmal die Blase umlaufen. Okay, wir speichern dieses Setup mal ab. So, aber das Niesen in diesem Spiel, dann möchte ich nie wieder reden. So. Das könnte ein bisschen Rumprobiererei werden. So, du musst erstmal das Sandkorn machen. Den See. Dann würde ich gerne mit ihm da, das da dingensen. So, und dann geh du mal bitte, Wölfchen, zum Schalter. Und der muss jetzt in die Mitte. So, und dann gehst du bitte fahren. Aber wenn man da oben was nehmen muss, muss das wahrscheinlich der normale Plaunt sein, der hier oben ist. Hier ist ein Brunnen. Kannst du es bitte auch mitnehmen? Naja. Also braucht man im Grunde beide da oben wahrscheinlich. Eher fürs Rausschlagen und... Ja. Gut, wir machen das dann quasi nochmal, nur ein bisschen anders. Aber das kriegen wir hin. So, du musst erstmal die Weiche wieder stellen. Hast du noch dein... Ja, er hat noch sein Sandkorn. Danke, Spiel, dass man das nicht wieder machen muss. Achso, dich müssen wir jetzt erstmal zurückkriegen. Nee, dadurch ging es zurück. Kommt er da raus, okay. Dann stell bitte die Weiche nochmal auf rechts. Das ist links. Das ist rechts. So. Und dann müssen wir aber... Er kann ja noch den Fisch freimachen und dann umstellen. Und dann muss der normale Plaunt dann da oben parat stehen. Okay. Wir speichern dieses Setup. Und werden nicht niesen. Probieren das mal. So, Sandkorn mit See. Dann du gleich Abfahrt. Jetzt. Du kannst in der Zwischenzeit schon mal genau diesen da machen. Und, na. Du machst... Ah ne, er hat den Fisch gar nicht getroffen. Warum das?
So, jetzt hat er den Fisch getroffen. So, jetzt musst du... Ja, zuerst mal die Bodenplatte. Du kannst schon mal da hochlaufen. Jungs, wir haben noch keine Zeit. Du machst bitte die Weiche in die Mitte. Und du machst diesen da. Und dann reiten wir den Fisch. Ja, da freut er sich. Und nimm mal bitte die Drachenlockflöte. So. Müssen wir dann hier auf Drachen stellen? Das machen wir mal. Achso, da. Ja, ich vergaß. Denn ich habe nämlich auch eine Idee, wo wir die Flöte benutzen. Flöte, den Ton muss man hören. Und wir haben einen Gehörgang. Da könnte ein Schuh draus werden. So, wir machen mal da auf Drache. Und dann kann der normale Plaunt mal bitte zum Gehörgang gehen. So, Plauntilein, machen wir Lockflöte mit Gehörgang. Ach, da ist wieder der Mini-Drache. Süß. Wir haben einen Mini-Drachen. Können wir den ein bisschen größer machen? Ich meine, ich bin ja ein Freund von kleinen Drachen. Da kann man nämlich drauf treten, aber ich glaube, der hilft uns jetzt nichts. Wir probieren das mal. Wuchselixier auf Drache. Okay, jetzt ist er eher so groß wie in unseren Erinnerungen. So, können wir den Drachen steuern? Ah nee, wir können den Drachen aber reiten. Na gut, ich hätte mal die Idee, die Henne mit dem Körnern zu verwenden. Die uns ein Korn übrig gelassen hat. Körnchen Wahnsinn. Na supi. Dann mein Körnchen Wahnsinn. Drache, kannst du uns auch bitte wieder abholen? Oder wir springen einfach runter. Okay, Aber wir fliegen immer da hoch. Ist das der einzige Sinn vom Drachen? Der Drache könnte uns vielleicht auch mal die Palisaden da einreißen. Da waren ja unsere beiden Helden ja nicht stark genug für. Moment mal, was passiert, wenn das Wölfchen auf dem Drachen reitet? Ups. Wolf gegrillt. Aber kriegen wir ihn irgendwie dazu, die Palisaden zu grillen? Ich würde halt gern den Drachen... Ach so, wenn wir vielleicht... die Lockflöte im Moment mal vor den Palisaden benutzen. Oder mit den Palisaden. Das geht sogar. Ah. Sehr schön. So ein bisschen Feuer macht einiges aus. So, da drin haben wir eine Kiste gesehen. Ah, die Schatulle der verborgenen Schönheit. Wir müssen ja schön und hässlich sein. Abgeschlossen. Ja, wir wissen, wo ein Schlüssel ist. Wird der Drache auch unser Pfützenproblem lösen? Weil Feuer kann ja Wasser verdampfen lassen? Fragezeichen? Eigentlich Ausrufezeichen, weil das ist physikalisch korrekt? Nee, chemisch korrekt. Wie auch immer. Achso, wir müssen zuerst mal noch da hoch.
Dafür müssen wir hinten durch die Tür. Sorry, das war ein Umweg. So, aber ob das funktioniert, schauen wir uns zur nächsten Folge an. Also, bis gleich.